Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Brennholz, denke ich mir mal hier. Zack und zack und zack und zack. Everybody fucking rage! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Need for Speed. Ihr fragt euch, warum ich gerade wahrscheinlich so etwas hektisch reagiere. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vergessen habe, den Timer zu stellen. Also, wo ist mein Timer? Moment, haben wir gleich. Da, Uhr und jetzt auf meinen Timer. Komm, gib mir meinen Timer. Da ist mein Timer. 20 Minuten Start. So, jetzt geht's los. Wir haben Izzy geknackt und ich weiß gar nicht, wir hatten mit den Rennen angefangen. Haben es aber nicht geschafft, das Rennen fertig zu spielen. Jetzt sind wir bei Big Lou und machen erstmal ein anderes Rennen. Also, ach, das hatten wir gewonnen. Okay, das ist auch minimal, ne? Minimal. Okay, weil dann nehmen wir mal das hier. Wie ihr hört, habe ich eine bessere Soundqualität und das liegt einfach daran, dass ich ja voll OP bin. Nein, Quatsch. Ich habe einfach mir ein neues Mikro gekauft gehabt. Also ich weiß ja nicht, das müsst ihr jetzt eigentlich wissen, weil gestern ja das Video kam, beziehungsweise nicht gestern, sondern Montag, das andere Video kam, wo ich gezeigt habe oder gesagt habe, dass ich das neue Equipment schon habe. Allerdings wird in den Let's Play Together Folgen zum Teil noch die alte Qualität drin sein, weil ich da einfach ein paar Folgen vorproduziert hatte. Ich glaube, bis zur siebten Folge oder so müsste das alte dann drin sein. Und ja, so, jetzt fahren wir erstmal richtig chillig durch die Gegend, fahren natürlich gleich wieder vorne Bande. Ist natürlich vollkommen klar. Hätte ich mir auch nicht anders gedacht. So, hier vorbei, da vorbei. Irgendwie kommt mir diese Mountainstelle ein bisschen komisch vor hier. Ich spiele wie immer mit meinem roten Xbox Controller. Ich werde ihn nachher nochmal zeigen, kurz bevor das Video zu Ende ist, damit ihr ihn nochmal richtig seht. Ich weiß ja nicht, wer den schon gesehen hat. Wer den noch nicht gesehen hat, darf ihn auf jeden Fall sehen. Und ja, das funktioniert eigentlich sehr gut mit Windows, muss ich sagen. Obwohl ich selber kein Xbox-Spieler bin. So, haben wir sehr gut geschafft. Wir werden ein bisschen abbremsen, nicht, dass wir hier gegenknallen. Wir wollen ja zivilisiert fahren. Da vorbei und hier, oh je. Jetzt kommt wieder ein Streckenabschnitt, den ich gar nicht leiden kann. Wo ich immer aufpassen muss, damit ich nirgendwo gegenfahre. So, haben wir aber trotzdem gut bestanden. Diese kleine Straße ist mal lang, da fährt ein Auto, ich will mal hoffen, dass es nicht rammt. Nein, natürlich nicht. Sehr schön. Jetzt fahren wir erstmal die kurze Strecke. Weil desto kürzer, desto besser. Jetzt werden wir beinahe gegen die Wand gefahren. Und da vorne ist es auch schon. Also ein bisschen Nitro und ein bisschen Gas. Wir sind ja hier eher auf sowas wie eine Autobahn. Da können wir auch mal ein bisschen Gas geben. Sollten natürlich aufpassen, dass wir hier nichts kaputt machen. Weil wir wollen ja so ein bisschen spielen wie in Real Life, sag ich mal. Die Autos gehen zwar hier trotzdem nicht kaputt, aber zivilisiert spielen ist schon schön. Schöne Kurve hier, erstmal rum und zack, gib ihm los. Gib ihm. Uah. Scheiße, das war knapp. Wenigstens ist mir nichts passiert. Jetzt nehmen wir mal den Break auf, wenn wir eh sau langsam waren. Aber das ging jetzt nicht anders. Und die Strecke ist hier auch etwas sehr komisch. Die bin ich auch, glaube ich, noch nie gefahren. Oder selten. Das wüsste ich nämlich jetzt gar nicht, dass ich die schon mal gefahren wäre. Naja. Ist ja auch mal was Cooles. Ist auch mal was Cooles Neues, wenn man die Strecke noch nicht kennt. So. Ja, okay, das war wohl nicht viel. Ist wohl nicht viel mit zivilisierten Fahren hier. Aber davon ist das Ziel schon. Das ist cool. Das ist cool. Sehr cool. Bam. Sehr schön. Haben wir das. Weiter. Nein, ich möchte das jetzt nicht haben, diese Nachricht, das interessiert mich eigentlich nicht. So, erstmal speichern, bevor es hinterher noch das Spiel abstürzt oder sonst irgendwas. Wäre nicht sehr förderlich. Dann, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir zwei Rennen. Minimal, maximal, was haben wir denn sonst noch? Schaltrennen, geht's weiter? Nein. Sprint ist auch minimal, ne? Dann fahren wir mal den Sprint. Aber wenigstens vier Gegner. Fahren wir mal den Sprint und hoffen, dass wir ihn dieses Mal schaffen. Ich glaube, das war das Rennen, wo ich verkackt hatte. Wenn mich nicht alles irrt. Ich kann mich auch nicht... Nein, das war nicht das Rennen. Da war es eine Radarfalle, wo ich verkackt hatte. Aber... Ah, ist der dumm. Der fährt einfach knallhart vor.
vor diesen Pfosten vor. Das kann einem doch gar nicht passieren. Das kann einem ja gar nicht passieren. Ja, okay, das war genauso dumm von mir, aber naja, das kriegen wir schon wieder hin. Gehen wir noch ein bisschen Gas, damit wir ein bisschen Beschleunigung haben. Da kommt aber noch so eine tricky Kurve. Alter, seht ihr das? Wir rasen hier wie die Bekloppten lang. Und müssen sie jetzt erstmal wieder aufholen. Keine Ahnung, was das gerade war. Irgendwas auf meinem Handy. Deswegen habe ich auch kurz rüber geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Ist auch egal. Wird jetzt nicht allzu wichtig sein. Nein, noch eine Wand. Ich hasse so Strecken, die ich sag mal so, so sind, dass die wirklich schwer zu fahren sind, gerade mit so vielen Kurven und so. Ich habe lieber so Strecken, wo ich auch mal Streckenabschnitte habe, wo ich mal ein bisschen Gas geben kann. So Strecken wie Omega oder so, die eigentlich wirklich nice sind, wo man wirklich mal ein bisschen Zeit hat, Gas zu geben. Ich fahre jetzt einfach mal aus Prinzip hier rum, weil ich kannte die Strecke zwar nicht, aber ich sehe, dass ich hier noch viel besser auf die Strecke zurückkomme. Wie auf der anderen Seite. Okay, aua. Das war mein Auto, mein schöner Autowagen. Ich mache ihn schon wieder vollkommen kaputt. Das ist ja mal gar nicht cool. Alter, Alter, Alter. Mann, mache ich knappe Sachen. Aber wenigstens habe ich schon mal einen. Das Problem ist, wir haben natürlich nicht allzu viel Strecke mehr vor uns. Ich rase direkt hinter ihm her. Werde ihn aber höchstwahrscheinlich nicht nochmal kriegen. Das heißt, das Rennen werden wir verkacken. Kann natürlich auch so daran liegen, dass hier das, dass die Strecke wirklich blöd ist. Aber ja, ich bin wahrscheinlich auch einfach scheiße gefahren. Deswegen, das Rennen werde ich nicht schaffen. Da bin ich echt zu dumm für gewesen. Ist auch nicht schlimm. Kann ja mal passieren. Ist uns aber auch scheißegal. Wir wollen das auch nicht nochmal fahren. Wir gehen jetzt einfach raus und starten ein anderes Rennen, weil das ist uncool. Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht, das Rennen. Dann fahre ich lieber ein Maximales. Dann habe ich gleich die Kopfsachen weg. Dann fahre ich lieber die Maximale hier, habe ich gleich die Kopfsachen weg und habe einen Rennsieg mehr, dann haben wir schon mal die Maljump, wollen wir nur einen Rennsieg fahren und das Kopfgeld eventuell. Kommt halt ganz drauf an, wie das hier mit Kopfgeld aussieht, was wir noch brauchen. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, aber fahre ich lieber mal so eine Radarfalle, weil ich denke, dass hier die Strecke weit schöner ist wie die andere, die wir eben hatten, mit dem Sprint und die auch gleich auf der ersten Gerade liegt, was mir schon mal gefällt, weil dann kann ich gleich ein bisschen Gas geben, sage ich mal. Wow. Alter, war das gemein, aber ich konnte es noch ganz gut ausbalancieren. Ja, überhol mich mal, du kleiner Golf. Ich werde dir noch zeigen, oder Hammerhand, Kollege. Ich werde es dir zeigen. So, hier 230. Siehst du, ich kann es. Ich krieg's auf die Reihe. Ja, und das ist mir doch egal, ob dir eine Beschwerde vorliegt. Hauptsache, ich gewinne hier mein Rennen und kriege mein Cash. Also, das ist mir scheißegal, was du von mir willst. Das juckt mich nicht scheiß. Hauptsache, ich kriege mein Cash und kann zufrieden sein. Mein Cash. Auch wenn hier, na okay, 194 ist immer noch. Ich habe immer noch genug, immer noch. Jetzt kann ich aber erst mal ein bisschen Nitro sparen. Das ist auch schön. Weil dadurch, dass ich das Nitro spare, kann ich es vielleicht gut verwenden. Okay, konnte ich natürlich nicht. Aber jetzt, selbst wenn ihr alle durchfahrt, ist mir das immer noch egal. Ich bin auf jeden Fall Sieger. Und ich hatte keine Cops dabei. Das heißt, ich gehe gleich wieder raus. Das war schön. Jetzt habe ich schon 3 Rennsieger. Jetzt kann ich gleich abspeichern. Dann haben wir das geschafft. Ja, wir haben noch 11 Minuten. Das bedeutet, wir schaffen auf jeden Fall noch mindestens ein Rennen und können mit den Meilensteinen ab. Okay. Ich würde sagen, dann fahren wir. Naja, gut, die habe ich nicht geschafft, ne? Irgendwie die minimale. Dann fahren wir doch mal den Rundkurs. 14 Kilometer. Ja, fahren wir mal den Rundkurs. Fahren wir einfach mal den Rundkurs. Auch wenn der minimal steht, aber fahren wir einfach mal den Rundkurs. Mal sehen, wo der uns hinbringt. Was für eine Strecke wir haben. Ja, fahrt halt erstmal vor. Dann wollen wir doch mal sehen hier. Und es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass.
und da ist ein Kreisel, den die meisten hier abbremsen, wo ich einfach gerade durchfahren kann und gleich überholen konnte. Richtig nice. Was natürlich jetzt scheiße ist, ist, dass hier eine scharfe Kurve kommt, die ich schon gesehen habe und ich da vorsichtig durch muss, weil sonst kriege ich Aua an meinem Auto und das muss ja nicht sein. Und der Auto soll ja nicht gleich wieder so ein halber Totalschaden sein. Ich kann froh sein, dass hier die Autos nicht funktionieren, weil sonst würde hier mein Auto schon tot sein und es würde gar nichts mehr laufen. So. Ja, genau, ist klar. Hätte ich auch gesagt. Versucht ihr mich erstmal zu überholen. Da ist die Autobahn. Sehr schön, das ist ein Grundkurs, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen. Wenn wir jetzt hier in die Kurve gehen, dann werden wir erstmal ein bisschen Gas geben. Ich hoffe nicht, dass da jetzt gleich eine Kurve wieder hinter uns kommt. Was natürlich kommen muss, war klar. Da kann man einmal ein bisschen Gas geben und trifft einmal ein paar Mülleimer. Dann kommt da gleich eine Scheißkurve. Das ist ja mal gar nicht toll. Diese Kurve haben wir auch und haben sogar ein bisschen Vorsprung. Jetzt haben wir das schöne Auto hier gerammt. Naja, egal. Hat die Polizei wenigstens mal was zu tun, wenn die uns nicht gerade verfolgen. Solange die Polizei uns nicht verfolgt, ist alles gut. Wobei wir uns eh gleich der Polizei stellen müssen, weil wir brauchen ja von denen die Meilensteine. Das heißt, wir müssen diese Quests erfüllen, die sogenannten Meilensteine. Aber ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird. Im Gegenteil, das wird easy, denke ich. Das wird easy peasy. Hier lang und da. Verhalten uns mal ein bisschen an die Regeln, na gut, oder auch nicht. Wir fahren einfach mal Rasen, ist ja scheißegal. Einfach ein bisschen Strecke abkürzen, wieso nicht? Kann man ja mal machen, das kann man sich mal gönnen. Echt, das kann man sich auch mal gönnen. Und da dachte ich echt, ich knall gegen die Wand, ist zum Glück nicht passiert. Aber ich muss dennoch hier etwas aufpassen, auch wenn hier dieses Streckenende ist. Das ist ganz cool. Da kann man nämlich noch mal am Ende ein bisschen Gas geben. Hier lang, dort lang. Und gleich der Kreisel, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Au, au. Was? Warum fahren denn hier die Taxis im falschen Dings? Auf der falschen Straße? Wenn man mal ein Taxi braucht, kriegt man nie eins. Aber wenn die Taxis hier im Weg rumfahren, dann fahren sie eben natürlich genau vor die Motorhaube, dass man sie zwingt quasi zu, also dass sie einen zwingen, das Taxi zu rammen. Dieses Deutsch war natürlich jetzt ist mega gut und ja, das war noch besser, was ich gerade gemacht habe. Einfach mal sich was Böses denken und auch mal davor fahren. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen überfordert mit dem Reden und ja, aber ich denke mal nicht, dass der uns schlagen wird, den werden wir gleich wiederholen. Um genau zu sein, bald. Weil der wird hier, wenn wir jetzt gleich Gas gehen, dann werden wir ihn auf jeden Fall in die Tasche stecken, denke ich. Und zwar locker in die Tasche stecken. Sage ich ja. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, genau. Damit wir hier nicht gegenfahren. Hier lang, sage ich nur noch 0,9, das ist natürlich nicht viel. Aber selbst das kann man noch etwas ausbauen. Ja, da ist schon wieder ein Auto und wir kürzen natürlich die Strecke ab, weil wir sind ja nicht so, wir sind ja eigentlich ein kleiner Cheater so, ne? Muss natürlich hier jede Sache zum Cheaten benutzen und ich würde sagen, das Rennen gewinne ich trotzdem haushoch, weil ich nicht glaube, dass die mir jetzt so schnell auf die Schliche kommen. Ich habe jetzt schon wieder 5 Sekunden Vorsprung. Das ist schon mal ganz gut hier wieder über das Gras. Richtig schön über das Gras und irgendwie werden wir natürlich nicht langsamer. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das so ist, aber es ist einfach so. Ist vielleicht auch ganz cool. Bisschen Gas geben, um wieder auf die Straße zu kommen und nicht also um Gras zu fahren, muss ja nicht sein. Hier einfach eiskalt über den Bürgersteig überholen, auch eine schöne Sache. Und jetzt bisschen Gas und bam, rückwärts ins Ziel. Naja gut, seitlich, auch schön. Ja, das will ich nicht, das ist mir egal. So, jetzt haben wir noch schöne 6 Minuten. Ob sich das jetzt noch lohnt, das ist die Frage. Wir speichern jetzt mal. Dann würde ich sagen, wir fangen... Nein, das nicht. Das nicht. Wir behalten unser schönes Auto. Ich würde sagen, wir fangen... Ja doch, wir könnten eigentlich mal anfangen. Sachschaden, das geht ja schnell. Die Frage ist halt, ob ich von den Kopf wieder loskomme. Ansonsten überziehen wir einfach etwas und dann passt das auch. Dann überziehen wir etwas. Ich bin... Was? Ich bin schon auf Stufe 3, aber
Stufe 3 ist das höchste scheinbar, aber es wird nicht höher. Oder sieht nicht so aus, als wenn es höher gehen würde. Achso, ich muss ja Verfolgungsschaden anrichten. Ich habe ganz vergessen. Ja, ich weiß. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Brennholz, denke ich mir mal hier. Zack und zack und zack und zack. 20.000 muss ich voll kriegen. Ach, das geht aber schnell. Das geht aber schnell hier in der Laterne umfahren. Na okay. Oh, das war knapp. Hier was kaputt machen. Einfach hier allen Scheiß umfahren. Alles umfahren hier. 2.900. Mal ein bisschen langsamer, weil sonst kriegen die Cops uns natürlich nicht. Dann holen die uns nicht mehr ein. Das ist schon 10.000 voll. Das ist schon 14.000 voll. Das Ding kaputt, 18.000. Ach, das ist ja leicht. Komm. Ah, habe ich sogar schon. Das war ja einfach. Was haben wir denn noch? Verstöße, 4 verschiedene Verstöße. Ich weiß nicht, ob das ein Verstoß ist, aber ich... Ne, ist wohl kein Verstoß. Ist aber egal. Ist aber egal. Ja, deine Mutter braucht einen Abschleppwagen. Ich hole dir auch gleich einen Abschleppwagen, aber wenn ich einen Abschleppwagen dabei hole, dann ist er nicht mehr cool für dich. Ach, da ist noch eine Straßensperre. Das hätte mir ja mal einer sagen können, dass hier eine Straßensperre ist. Alter, ist das knapp. Alter. Junge, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da haben wir so Glück gehabt. Das war so knapp. Dann wäre ich jetzt glatt am Arsch gewesen. Oh mein Gott, wir haben eigentlich schon genug Meilensteine. Eigentlich können wir uns jetzt verziehen. Ah, okay, das ist dumm. Das war natürlich dumm jetzt. Das war mehr wie dumm. Zum Glück geht ja nur Stufe 3. Da kann ich die Polizei oder die Cops ganz leicht loswerden, indem ich jetzt einfach so einen Verfolgungsstopper suche. Müssen wir hier lang. Ja, du wirst mich auch gleich kennenlernen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich zeige dir gleich, wie man hier spielt. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Ah, und zack. Und alles kaputt. Und so muss das. Jetzt bin ich natürlich am Verfolgungsstopper vorbeigefahren. Ach. Was habt ihr? Wo ist das? Eine Straßensperre? Am Arsch, Straßensperre. Also ich sehe da nichts. Straßensperre. Wo ist denn da eine Straßensperre? Erzählt mir das doch mal. Wo ist die? Die will ich aber sehen. Die will ich sehen. What the fuck? Was hier abgeht schon wieder? Was für ein Krieg? Voller Straßenkrieg. Straßenschlachttage. Schnurr. Oh mein Gott. Und. Bam, hier durch. Warten wir mal hier drinnen. Warten wir mal. Vielleicht haben wir Glück und der kriegt uns gar nicht. Wenn wir Pech haben, kriegt er uns natürlich doch. Werden wir sehen. Los. Was schneller. 41.500 Kopfgeld. Schön. Ja, meldet euch mal. Ruft mich am besten auf meiner privaten Handynummer an. Ja. Solltet ihr tun. Aber hinter mir ist trotzdem einer. Was ein Penner, Junge. 1 Minute 54 und dann kommt die Verstärkung. Das heißt, schnell weg hier. Und schnell den... Wohin abschütteln? Ach. Schnauze. Nicht Straßensperre. Ich sag dir gleich, ich zeig dir gleich Straßensperre. Ja, das ist mir egal.
Ja, labert, labert halt viel Scheiße. Ihr werdet mich eh nie kriegen. Ihr seid einfach Lappenkopf. Ihr werdet mich nicht kriegen. Und hier die nächste. Bam, Junge. Verpiss dich. Sonst gibt's Ärger. Ja. Natürlich bin ich durchgebrochen. Was denkst du denn? Wenn ich bleib stehen oder was? Was denkt ihr? Guck mal hier. Okay, kann ich mich. Guck mal, hier kann ich mich gut verstecken. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Ja, ist klar. Eigentlich ist unsere reguläre Zeit jetzt um, aber mir ist das gerade mal vollkommen egal. Wir machen das jetzt erst fertig. Da können wir in der nächsten Folge die Blacklist-Herausforderung machen. Ja. Hauptsache es lädt schnell. Ich meine, Stufe 3 ist natürlich scheiße. Aber ich denke mal, dass das klappt. Los. Ade, ade, ade. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller. Bitte mach mal schneller. Ja, ich bin ein bisschen behindert manchmal, aber muss man auch sein. Wenn man nicht behindert ist, dann ist man ja kein normaler Mensch. Ja. Los, los, zack, 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 zack. Ah, ja. 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 Wir haben es geschafft. Nein. Nerv nicht. Geh einfach zurück. Ja. Und jetzt würde ich gerne das Ganze nochmal absafen. Damit ich auch ganz sicher bin, dass auch alles da ist. Jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. Wir haben das Cockpit, wir haben die erreichten Meilensteine voll. Wir brauchen. Ach, wir brauchen sogar 5 Rennsiege. Den 5. Rennsieg machen wir natürlich jetzt nicht mehr. Aber nächste Folge werden wir den 5. Rennsieg machen und dann werden wir einfach die Herausforderung starten gegen Big Lou und wir werden ihn schlagen, hoffe ich. Alles klar. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst mir eine gute Bewertung und viel Spaß mit meinem Endcut. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen bei meiner Endcut. Hier unten links kommt ihr zur letzten Need for Speed Folge. Oben rechts kommt ihr jetzt zu einem etwas anderen Projekt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich ein Daumen nach oben sehr freuen. Und das Abonnieren natürlich nicht vergessen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.